Fahr hinaus, wo es tief ist. Guten Tag, ich heiße Schwester Anne Healy. Ich bin Gemeindereferentin hier in der Pfarreiengemeinschaft Lingen-Sud. Herzlich willkommen zu unserem täglichen Impuls. In letzter Zeit bin ich manchmal draußen gegangen in unserem Parkplatz hier und ist leer, wo normalerweise Menschen kämpfen über die Parkplätze. Und manchmal gehe ich im Garten und statt die Kinder, Gartenkinder, höre ich nur die Vögelchen. Diese Bibelstelle von Lukas 5, die mir in der letzten Zeit begleitet hat, spricht von Jesus, der in ein Boot einsteigen musste, weil die Menschenmenge hat ihn bedrängt. Ob wir wollen oder nicht, müssen wir mit Jesus in dieses Boot einsteigen und Distanz von den Menschen nehmen, Distanz von der Menschenmenge nehmen müssen. Und dann hat Jesus zu Petrus gesagt, fahr hinaus, der es tief ist. Und ich denke, in dieser Zeit hört man oder liest man, dass Menschen sagen, ich habe meine Familie in dieser Zeit mehr kennengelernt, wie nie vorher. Aber was ist mit uns selbst? Vielleicht ist diese Zeit eine Chance, dass wir auch uns selbst tiefer kennenlernen können. Manchmal haben wir aber Angst davon, Angst, dass wir nicht die Person finden, die wir sein wollen. Aber der Person, die wir da finden, ist authentisch. Und wenn wir uns selbst finden, wie wir wirklich sind, dann finden wir auch Gott. Weil Gott liebt diesen Mensch, der wir wirklich sind. Und er macht keine Fehler. Ich möchte mit einem Vers von einem selbstgeschriebenen Lied jetzt auf Deutsch übersetzt als Gebet ändern. Fahr hinaus, wo es tief ist. Vertrau mir. In dir steckt eine wertvolle Perle. Ich weiß, du hast Angst vor dem, was wir finden werden. Und doch frage ich dich, willst du meine Hand halten und tauchen? Und so segne uns der Gott, der uns sehr lieb hat, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.